Ne, dann muss ich nicht runter. So. Ja doch, ich muss ja runter. Ich Quatsch, glaubst du, war schon richtig. So, und jetzt könnte man eigentlich, denke ich mal, was schlafen. Dass die Monster nicht so nah dran sind. So. Weiter geht's. Glas hier noch. Habe ich da irgendwo noch Glas gesehen? Gut, wir werden also hier weitermachen. Eins, zwei, drei, vier. Halben runter. Wieder einen halben runter. Hier könnte man Licht vertragen. Eins, zwei, drei. So, dann hier einen halben runter. Hier ist mal Licht hin. Und hier wieder einen halben runter. Ja, so nicht. So, ich müsste doch noch. Da ist noch ein ganzes Deck. Sollte man hier auch ausleuchten. Die können wir wegtun. Dann können wir hier diese beiden hinsetzen. Vielleicht sollten wir uns eh so auf diese Art und Weise runterbauen. Das ist relativ simpel dann. Einfach von oben. So. Drei. Zack. Dann hier runter. Und jetzt sind wir schon hier in sozusagen neuen Gefilden. Wenn man so will. Auch wieder verkehrt. Ach Gott. So. Die müssen noch weg. Okay, Fledermaus und Zombie. Enderman sogar. Muss also eine größere Höhle sein. Okay, dann werden wir hier erstmal ausleuchten. Ah, hier kommt dann der schwarze Stein hin. So. So, und das lassen wir erstmal so. Gehen hier wieder nach oben. Das haben wir fertig. Was haben wir hier jetzt? Das müssen wir weg. Das haben wir fertig. Ja, dann können wir hier schon mal. Wie viele Leitern habe ich überhaupt noch? Fünf. Okay.
Aber ich kann ja hier jetzt einen Rundgang nehmen, also kann ich theoretisch ja doch hier schon relativ weit nach unten bauen. So, wir werden dann mal die 5 Leitern stücken. Also wir haben jetzt die Leitern, die wir hier anbauen. Wir machen Leitern bis hierhin. Ja, dann gehen wir hier dann raus und laufen da hoch. Ich muss noch ein paar Leitern holen. Wo ist der Korbel? Aber ist ja gut. So, dann gehen wir hier also hoch und dann gehen wir den Rest so hoch. Jetzt muss ich noch Leitern holen. Dann können wir uns noch weiter nach unten durchbauen. Oder aber, was ist das hier? Das haben wir noch nicht abgehackt. Ja, wir können, das haben wir auch noch nicht abgehabt. Wow. Okay, wir können das gleich mal hier dann so weitermachen. Ist ja jetzt relativ einfach. So, und dann geht's hier weiter. So, dann geht's hier weiter. Dann geht's wieder eins runter. Hier falle ich runter, da muss ich gleich mal. Dieses hier einsetzen am besten. So, und das Stück machen wir noch. Oh, geht auch relativ schnell, dass wir die Gänge hier fertig kriegen. Ja, so nicht.
hoffentlich sind die nicht so nah, dass ich hier noch meine Lager bauen kann, da die nächsten Lagerräume dann. Aber das wird sowieso dann erst später der Fall sein. Aber die Wege machen wir schon mal. Ich meine, wir können das Ding ja unendlich weit bauen, im Prinzip. Ja, ganz unendlich nicht. Das ist auch klar. Irgendwann ist Minecraft zu Ende unten, selbst wenn sie jetzt ein bisschen weiter runtergehen, aber es ist dann halt irgendwann zu Ende. So. Und hier noch den Kies weg. Wenn ich da drauf stehe, geht das nicht. So, dann machen wir mal bis hier. Und mir sind diese Monster ein bisschen zu nah inzwischen schon. Eigentlich sind sie schon hier entweder direkt oben da oder hinter der Wand, was weiß ich. So, hier habe ich noch die Möglichkeit, wie viel Leiter habe ich noch? Ah ja, im Prinzip, ja, hier machen wir am besten noch den Weg fertig. Hier auch, haben wir schon alles ausgehöhlt, aber noch nicht verlegt. Da ist ja Licht. Da haben wir auch noch nicht verlegt. So, reicht denn unser Dings überhaupt hier? Unser Holz. Ja, das reicht nicht. Können wir auch gleich Leitern holen. Hier vielleicht noch mal eine Lampe hin. Nee, das ist schon eine. Hier vielleicht noch mal. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. So, hier das kann weg. Sind wir hier schon richtig? Autsch. Ja, genau, das ist das Gefährliche hierbei. Deswegen Leitern holen bitte. Also Leitern holen. Vielleicht sollte ich auch das Innere dort nicht so weit aushöhlen. Es ist schon wieder Nacht. So, dann halt noch Leitern holen, habe ich gesagt. Falls ich noch Leitern habe, ja, nur 5. Das ist natürlich nicht viel. Knoblauchstein, den Kobelstein tue ich mal weg. Ah, schon wieder voll. Wird noch voller. Kies.
So. Erde, den Kobbel. Wo haben wir noch Kobbel frei? Oben. Ja, aber auch nicht mehr viel. Hier ist noch genug. Und hier ist noch Erde. Und dann hatte ich gesagt, Leiter, Glas. Also ich wollte noch mehr Leitern machen. Und von diesen Stufen wollte ich noch. Oder? Ne, die lassen wir erstmal da. Aber wir werden schon noch mal weiter runter bauen. Also, und zwar mit Glas. Wie viel Glas habe ich noch? Das reicht, aber die Leitern reichen nicht. Na, komm her. So. 38 Leitern, ja. Also ich denke mal, das reicht auf alle Fälle. Ach, diese wollte ich noch holen. Machen wir erstmal die Leitern. Ich glaube, das ist wichtiger. Falle ich dann tiefer eventuell. Ja, noch ein. Das heißt, ich kann sie gleich anbringen hier. Da. Okay. Dann machen wir das so. Prima. So, dann holen wir noch diese Halbstufen hier. Ich baue hier noch, habe ich natürlich jetzt alles weggeschmissen. Na gut, also ein bisschen Kobbel hätte ich immer noch mal in der Hand haben sollen. Kriegen wir aber gleich wieder. So, was wollte ich? Diese Stufen da. Diese ja. Nee, die gerade nicht, das sind keine Stufen, aber diese hier. So, da machen wir mal. Fertig. Ach, so völlig verkehrt. So. Was habe ich da gebaut? Nein, ich habe mich nur falsch. Da ist doch alles da. Ach, da oben fehlt noch was. Wo ist es denn hier? Hier ist sonst alles da. Hier fehlt noch ein bisschen Licht. Ja auch. Okay, das sind natürlich die Kisten jetzt auch natürlich in der verkehrten Stelle. Die müssen wir dann auch runterholen. Also, die Kisten erstmal abgraben.
Ich wollte sie eh noch einen nach hinten versetzen, also hätte man das eh noch abbauen müssen. Hier kommt noch mal ein Kurbel rein. Da ist der Kurbel. Hier machen wir noch einmal sowas rein als Bremse, nicht dass ich da so ganz so tief runterfalle. Essen. Wir werden auch den ganzen Raum noch runter verlegen. Auch hier machen wir noch eine weiter. Wird es noch ein bisschen nach da ausgeweitet. So, und dann haben wir hier dann unsere Kisten, nicht? Wir müssen die 30 tun. Die werden wir hier hinpacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nicht wahr? So, und dann hier. Okay. Das lasse ich erstmal so. Da werde ich jetzt mal nicht den zweiten Stock draufsetzen. An Kisten, da war noch Kohle. Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt hier in der alten Höhe geblieben wäre und noch höher gehe, dann ist da die Eisenbahn. Und wenn ich hier noch höher gehe, dann ist da oder da irgendwo der Bahnhof. Die Schaltanlagen. Na, das ist ja nicht allzu weit weg. Und von daher ist das schon okay, dass wir das so haben. Und hier jetzt auch Kisten dann hier hin. Das geht noch ein weiter. Und irgendwo kam ich dann auch, glaube ich, noch mit dem Fluss ins Gehege, oder war das nicht so? Weiß ich jetzt nicht. So, hier käme dann natürlich gleich nochmal Licht hin. Kann ich da auch... ich kann da auch Lampen dran setzen. Ja, sicher. Ich kann sie auch oben drauf setzen. Habe ich ja auch schon gemacht. Quatsch. So, die kommen noch weg. Und dann kann ich ja das Licht direkt hier an den an die Dinger hinsetzen. So, dann haben wir also hier den nächsten Kistenraum. 8 plus den einen dann hier. Ich sag mal, ich werde mal die zwei auch noch mal hier alle wegkloppen, bis auf den einen, dass man dann so ein bisschen skizziert schon sieht, wo der Raum dann zu finden ist. Hier kann man natürlich auch hin bauen. Die sind jetzt immer 1, 2, 3 und dann der schwarze. Habe ich noch schwarzen mit? Ja. Okay, also. 1, 2, 3 und dann der schwarze. Das wäre dann hier. Könnte man natürlich sagen. Dass ich hier alles hier schwarz mache. Ja,
So. Und hier 1, 2, 3. Hier haben wir das gleiche. Hier sind wir 1, 2, 3. Wir können. Naja, ist schon richtig. Ist schon okay. Kann ich mich schon wieder einlegen. Da ist der nächste Raum halt. Wieder hochgehen. Und dann werde ich gleich mal hier den nächsten Raum andeuten. Hier kommt dann mal wieder Kurbel rein. Ist schon wieder Kohle. So, wie weit geht das dann? Bis hier plus 1. So, und hier wird dann der nächste Raum. Also. Hier dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1. Okay. Also so sieht dann, wenn man so will, das Lager aus. Man kommt also hier mit dem Lift angefahren. Man kann hier also auch nach innen drin oder irgendwo andeuten, was für ein Teil das ist. Das hier wird auf jeden Fall Holz sein, ja. So, wir sind jetzt 4 hoch. Ich glaube 3. Reicht. Da könnte man dann noch so eine schöne Decke einziehen, die vielleicht dann ja, macht mir hier noch eine schöne Decke rein. Holzdecke oder was, ob man jetzt so eine Halbpaneele macht, also hier so Halbstufen da oben dran setzt. Habe ich noch welche? Ja. Nein. Habe ich nicht. Also so, was hier dann da oben noch hinpackt, ja. Und die Wände irgendwie noch schön macht, dass das also alles ein bisschen hübscher aussieht. Vielleicht mit irgendwelchen Mustern, vielleicht die Wände aus dem Material, was hier. Das ist überhaupt auch die Idee. Die Wände aus dem Material machen, was hier in den Kisten ist. Gut, bei Gold wird das jetzt ein bisschen blöd, aber bei Holz könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Nicht? Ja, und dann haben wir hier hinten noch genug Platz, um irgendwelche Erweiterungen zu machen. Was auch immer diese Erweiterungen dann sein werden. So, dann bauen wir jetzt noch mal hier weiter. Die eine Kiste, die ich eigentlich irgendwo abstellen wollen.
Nun gut. Dann können wir ja hier erstmal die Glaswände machen. Und lassen diese hier in der Mitte so stehen. Ja, wir machen also hier die Glaswände, lassen die anderen frei. Die wollten wir freilassen, habe ich gesagt. Oder nicht abbauen. Den Schwarzstein mit, genau, aber auch mit, hey, da ist aber einiges los da hinten. So, dann machen wir nämlich Folgendes, wir werden hier die machen, wir werden hier Glas hinsetzen. Schwarzstein hin. Und hier haben wir ja dann einen frei. Heiliges Bimbam. Das war jetzt nicht so geschickt. So, und hier geben wir dann die Leiter hin. Und hier könnte man dann Leuchtmittel einsetzen. Ja? Da wir bislang hier noch nichts hinpacken können. So, dann gehen wir mal weiter. Vorsicht, dass ich hier nicht reinplumpse in die Höhle. Das wäre jetzt natürlich noch super. Oh, da ist sogar was Tolles. Soweit. So, hier kommen wir noch rum. Hier kommt dann wieder der Schwarzstein hin. Bimbam, die sind doch direkt neben uns hier, oder? Habe ich nicht mehr Glas dabei? Ist das alles? Oh, das ist jetzt natürlich schlecht. Dann muss ich hier was ausleuchten.
Sonst spawnen die sich ja zu Tode. Das nehmen wir noch mit. Geht das so? Jo. Es wird dunkel. Ich brauche noch ein bisschen Glas. Dann kann ich noch weitermachen. Wenn ich kein Glas mehr habe, geht das nicht. Mal gucken. Wir haben noch genug. Und ich kann gleich noch mal hier bisschen Sand da reinschmeißen. So viel Sand haben wir auch nicht mehr. Bisschen Sand da reinschmeißen. Wollte ich sagen, das Eisen kann ich auch gleich da reinschmeißen.